Overland rocks. 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 Servus Leiteln, bei der ersten Folge von Overland Rocks, heute mit dem Feder. Sag was. Guten Abend. So, wer hat's dir denn? Tadellos, danke. Also, schon, oder? Läuft momentan. Wintertraining am Start schon, oder? Perfekt, ja. Also die fünfte Woche jetzt und okay. Ist zwar Tag, aber geht. Passt. Ja, erzähl mal deine größten Erfolge auf, was du gehabt hast, dass die Leute mal wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ne? Ja, also sicher die zwei Weltmeistertitel, die waren mit Abstand. Also meine größten Erfolge. Dreimal Europameister, Gesamtweltcup-Sieger, zehnmal österreichischer Meister und die Tiroler Meister, die weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, aber wie gesagt, in der Disziplin 50, ich, oder? Ja, nicht ganz. Nicht ganz 50. 49. Also. Okay. Aber wie gesagt, also in der Disziplin habe ich alles gewonnen und also mehr wie alles erreicht. Also Cross Country Eliminator. Genau, haben wir nämlich noch gar nicht gefragt. Sprintrennen. Ich weiß es, aber ich glaube, der Rest steht noch nicht so aber schön. Gut. Was muss man denn dir einem Weltmeister zu werden? Ja, ist eine gute Frage. Also, ich meine, geschenkt wird er heutzutage eh nichts mehr, gell? Das ist einfach so. Beim Doppelpass hat schon ins Fass 2 Euro einschmeißen müssen, aber passt. Nein, also wie gesagt, also du musst einfach brutal konsequent sein, du musst dein Training verfolgen. Okay. Ja, es ist echt nicht leicht, gell? Also man sieht einfach nicht, oder viele sehen nicht, was du dafür tun musst, dass du annähernd einmal auf dem Level fährst und nachher das Level oder das Niveau. Also, es haltest, oder? Nur halten, genau, das ist ja, eigentlich das Brutale. Oder einmal Weltmeister werden, ja, okay, das ist super, gell? Aber das nochmal bestätigen, das ist viel schwerer. Also, ich meine, es steckt einiges dahinter, aber wie gesagt, wenn man den Erfolg hat, dann weiß man, wieso man es tut. Also, dann geht das alles viel leichter. Also, ich sage oft, so trainieren, gell, und keinen Erfolg haben. Also. Alles klar, ja. Das lasse ich vorgestern. Was, wer? Das lasse ich vorgestern. Ja, klar. Passt. Der Radsport ist ja eigentlich ziemlich krass geworden bei uns, oder? So im Breitensport gesehen, oder? Sag ich mal. Wie ist denn das im Leistungssport? Wird da viel unterstützt oder ist das eher eine schwierige Geschichte? Ja, es ist brutal schwer, wie du schon gesagt hast. Also, das kann man halt absolut nicht mit Fußball, Skifahren oder Formel 1 vergleichen. Also, das ist eine andere Liga. Es wird schon einiges tun, aber. Für das einfach, sage ich, fast zu wenig. Also, wir hatten viele junge Talente, aber. Und die scheitern auch an den Hürden, oder? Genau, ja. Also, die werden jetzt nicht einfach so gefördert, dass sie wirklich was draus machen können. Also, es ist brutal schwer. Okay. Ich habe es halt bei mir gesehen, also, es war nicht leicht. Also, ich habe einige Tiefs einstecken müssen, sage ich, oder wo es halt nicht so gelaufen ist. Aber wenn du halt da. Nachher dran bleibst, nachher wärst du schon irgendwann belohnt. Und alles klar. Lachen mal, du lachst nicht viel mehr. Entschuldigung. Ein bisschen seriös müssen wir sein. Naja, bei der Fasnacht haben sie einen Wagen für dich gehabt, gell? Ja, nicht lernen, hä? Öfters, oder? Also beim Auskennen und bei der Fasnacht, also ohne Scheiß. Das ist schon geil, oder? Das ist brutal. Also, wie gesagt, schon, ich habe es ja selber nicht gewusst. Ich bin ja selber mitgegangen, hä? Dann kriege ich da. Sparkasse Parkplatz her, dann steht da ein Führerspielwagen da. Ja, das glaubst du gar nicht, ohne Scheiße. Ja, cool.
Aber das Erste, was ich getan habe, bin ich natürlich rum und bin aufs Radlauer geguckt. War ein Radlauer, Es oder? war Radl. Ja, nicht schlecht, oder? Gut, gut, hey, super Sache. Cheers. Cheers. Die Sonne kommt auch. Hä? Die Sonne kommt auch. Ja, nicht schlecht, ich kann schon Dialekt reden. Wir sind Overland-Sender, weißt du, das passt. Wenn du mich verstehst. Hä? Wenn du mich nicht verstehst. Ach so, ja, okay, dann reden wir Hochdeutsch, Alter. So, wie wir alle wissen, du bist ja eigentlich Hausmeister im zweiten Beruf, gell? Wie ist da so der Arbeitsalltag? Ja, also mal an der Stelle mal danke an die Gemeinde und an die Stadt Imst. Also, die stehen echt hinter mir, muss ich sagen. Mhm. Ohne so einen Job, das war fast unmöglich. Also, du meinst jetzt die Radlkarriere, oder? Na, ja, genau, mhm. genau. Also, ich meine, die Arbeit, die muss einfach gemacht sein und die Stunden, die mache ich. Aber wenn ich halt nicht da bin, so wie im Sommer bin ich viel unterwegs. Mhm. Ach, ist das alles kein Thema. Also. Kriegst du einmal frei, oder? Genau, ja. Also, holst du halt wieder Nachtstunden und so. Ja, nicht, so ist gut. Nicht ganz so schlimm. Ja, nein, so gut wie es geht. Also jetzt im Winter, wenn ich da bin oder so im Herbst, Winter, mhm. dann schaue ich natürlich, dass ich die Stunden wieder reinhole. Also, okay. Auf das muss ich auch schauen. Ja. Aber tadellos. Also, wie gesagt, den Job gebe ich so schnell nicht mehr her. Ja, Hausmeister mit Leidenschaft. Genau, ja. Nicht schlecht. Unfehler, wie geht's neuer Radl? Das geht nicht, Marco. Das fährt. Und wer fährt? Das geht. Passt. Ich würde sagen, dann kommen wir langsam mal zu den Rennen überhaupt, oder wie das Ganze so abläuft. Die haben da was gehört, so, du hast schon ziemlich zahre Anfahrten gehabt zu den Rennen, oder? Was waren da so das Heftigste? Ja. Jetzt gerade mit dem Auto zum Beispiel. Ich meine, nach Australien fliegen ist das auch nicht ohne. Braucht man nicht reden. Stimmt, ja. Aber. Nein. Wie gesagt, ich meine, das kommt nicht so oft vor, aber mhm. das längste war jetzt einmal in Norwegen, wo ich gefahren bin und eben letztes Jahr nach Andorra zur Weltmeisterschaft. Aber da ich nicht so gern fliege, gell? Also. Okay. Bist du eher so der Schisser, oder? Nein, ich weiß nicht, ob das Flugangst ist, aber ich fliege einfach nicht gern, gell? Okay. Weil. Keine Ahnung, scheißegal, aber mhm. da fahre ich lieber und das nehme ich nachher in Kauf. Also nächstes Mal Australien mit dem Auto. Mit dem Auto, ja. Alles klar. Scheiße. Nicht schlecht. passt. Ich fange jetzt gleich mit einem Thema an, das ist normalerweise nicht so, was man nicht am Anfang fragt, aber das interessiert mich halt. Das haben wir aber gesagt, frag mal nicht, oder? Nein, hat es auch Tiefpunkte gegeben. Also, in deiner Karriere. Also jetzt so, Gott sei Dank nicht. Also ich bin jetzt echt verschont geblieben, Gott sei Dank. Das Einzige, wo ich mir mal das Schlüsselbein gebrochen habe. Mhm. Also das war, verletzungstechnisch war das, genau, oder? Genau, das war mal von dem her, sagen wir mal, das Schlimmste, aber... Wo waren das? Tadellos. Also das war in Ötz drinnen, 2009. Da gibt es auch YouTube-Videos, poste ich noch unten rein in die Kommentare. Stimmt, das gibt es immer noch, genau. Meine. Ja, das war eigentlich so... Okay. Das war mein erstes Sprintrennen, wo ich verloren habe. Ja. Genau. Okay. Also verloren. Aha. Wo ich halt nicht ins Ziel gekommen bin. Ja. Sagen wir so. Ja, sowas gibt es auch, gell? Das ist. Jetzt vorkommen, halt ja, genau. Das ist ja. Nein, aber das ist eigentlich nichts. Genau, wollte gerade sagen. Das ist eigentlich nicht viel, also, oder? Wenn man sonst so zu Sachen sieht oder hört, da. Mhm. Nein, ist das alles. Das ist Peanuts. Kleinigkeit, gell? Genau. Peanuts, ja. Ich meine jetzt aber vielleicht auch die Sachen so wie Südafrika zum Beispiel. Wir haben ja alle das mitgefiebert da beim Public Viewing, wo die der Van der Bled, nein, der Van der Blöck war das, Entschuldigung, wo der die überholt hat auf der Ziellinie, oder? Das ist dann schon ja. eine krasse Geschichte, glaube ich, gewesen, oder, für dich? Nein, ich sage jetzt, die letzten 5 Weltmeisterschaften, also da war echt alles dabei, gell? In Zellfelden, da hat es noch kein Public Viewing gegeben, das war die erste Weltmeisterschaft. Mhm. Da haben wir es im Facebook alle mitgekriegt. Genau, da bin ich Dritter geworden. Also echt, das haben wir alle gefestelt. Ja, gewaltig. Da bin ich, also da habe ich meine erste WM-Medaille geholt, mhm. aber die habe ich also wirklich die habe ich gewonnen, gell, die Bronzemedaille. Also okay. Da habe ich eigentlich leider das im Kopf gehabt, ich wollte eine Medaille und die habe ich gekriegt. Mhm. Und da war ich einfach körperlich oder nicht in der Verfassung, sage ich jetzt, wo ich wirklich als der Reisner kennen. Mhm. Aber das war mein Ziel, das habe ich erreicht. Oh, super, oder? Und das war genial. Also das war emotional, sage ich sicher, auch eins für die schönsten. Das war die erste Medaille, genau, oder? Ja. Kann man sagen, oder? Stimmt. Mhm. Eben, das zweite Rennen, wie du gesagt hast, in Südafrika, da war ich nachher das erste Mal körperlich richtig, also topfit. Mhm. Das Public Viewing auch. Genau, stimmt. Auch topfit, ne?
Stimmt. Und das war noch im Finale, genau in der ersten Kurve. Mit denen, wo ich halt nicht gerechnet habe, dass man da überhaupt fahren kann. Mhm. Und das war nachher in dem Fall erledigt. Ist jetzt aber, ja. Weißt du, das muss man halt nachher auch sagen. Da bin ich Vize-Weltmeister geworden, gell. Das ist jetzt ja auch nicht nichts. Genau so war die Stimmung eigentlich beim Public Viewing. Zuerst haben sie ja, eigentlich scheiße, ja. Und dann hat man eigentlich das realisiert, oder? Zweiter ja, Wahnsinn, genau, oder? Das ist ja Hammer. Und das war genau so entsprechend cool. Und ich meine, das war, ja, das sind halt die Rennen. Ja. Jetzt muss halt an einem Tag alles passen und wenn das nicht der Fall ist, nachher bist du Zweiter. Klar, ja. Alles klar. Und das dritte Rennen, das war nachher in Norwegen. Mhm. Also das war sportlich meine brutalste Niederlage, ohne Scheiß. Also das war da, wo der Lauf gebrochen ist, gell? Der Freilauf, genau, ja. Ja, genau. Das war, also da war ich auch körperlich, ja, ich sage jetzt überlegen, aber ich war jetzt einfach körperlich auch topfit. Das hat man auch gesehen, ja. Vor den Vorläufern. Für uns war das eigentlich schon klar, dass du Weltmeister wärst, nicht? Ja, genau, das ist, Material das war jetzt für mich auch im Geist ergeben, leider. Genau, ja. Mhm. Also da war ich allein in Führung liegend und dann bricht man der Freilauf und eigentlich der, was Vierter war, der Fabrice. Fabrice Miles war das, gell? Genau, ja. Der hat nachher schlussendlich das Rennen gewonnen, wo sich in der letzten Kurve die ersten zwei noch angeschossen haben. Und aber das sind genau die Rennen. Ich meine, das macht es aus, das macht es spannend. Das gehört dazu, wenn es die betrifft, ist scheiße, aber die letzten zwei Weltmeisterschaften haben dann passt. Haben dann passt, genau. Greift man bitte nicht alles vor. Ja, Entschuldigung. wo sind wir denn? Herzlich willkommen bei den Overlander Hobbykochen. Ups, falscher Text. Ja, Feder, was ist es denn ganz so? Ja, Schnitzel mit Pommes. Genau, mal so generell gesagt, gell? Wie läuft denn so ein Rennen aus der Sicht von Feder? Ja, das kann ich dir selber nicht genau sagen, gell? Ja, das wenn bist wohl du der Vater. Ja, ist klar, ja. Aber wenn es so zu den Rennen geht oder zu wichtigen Rennen, da bin ich einfach in einer anderen Welt. Gell. Da kann ich dir gar nicht sagen, was in dem Moment angeht. Oder da schalte ich mich einfach aus. Und ja, das kann ich noch nicht beschreiben. Ich weiß nicht. Also, da kann ich so, einfach. Ich weiß noch, wo ich Rocky schauen kann. Gell. Wo der zum Ring um mich geht. Oder? Die fokussiert, ja, wie er genau, ist. Oder? Genau. Kann ja. Ich das so beschreiben. Oder? Genau, süß. Ja, ohne Scheiß. Also, du bereitest dich wirklich ja, das ganze Jahr mehr oder weniger auf das wichtige Rennen vor. Gell. Ja. Und nachher, wenn es zum Rennen kommt, dann habe ich die Gabe, Gott sei Dank, dass ich nochmal was drauflegen kann, wo ich eigentlich gar nicht habe. Also, wo ich körperlich gar nicht in der Lage bin, kann ich mir aber durch den Fokus oder... Du pushest die volle, genau, oder? Ja. Dann kommt es, oder? Dann kommt es, ja. Und dann kann ich eigentlich über meine Verhältnisse fahren. Ist ab und zu gut und ab und zu, so wie bei der Europameisterschaft heuer, brutal. Also, so dreckig wie danach ist mir noch nie gegangen. Aber war sicher auch ein guter Sieg für die, obwohl es der zweite Platz genau, war. Genau, so ja, da habe ich, wie du sagst, ja, da habe ich die Silbermedaille gewonnen. Weil ich, also das war mehr oder weniger mit null Vorbereitung, weil ich halt das Problem mit meinen Augen da gehabt habe oder immer noch habe. Aber da habe ich halt irgendwas rausgeholt, wo ich gar nicht in der Lage war eigentlich. Ja, okay. Aber umso brutaler war es danach. Ja. Okay. Ohne Scheiß. Super. Nein, das war, haben wir auch alle geschaut. Ne? Das Public Viewing war immer ein bisschen Scheiß, weil das war eine Kamera. Aber genau, ja, hat, stimmt. Hat ja. Gepasst, ja. Wohl. Nicht schlecht. Gut, die nächste Frage haben wir schon beantwortet. Hast du schon mal auch gestellt? Ne? Die lassen wir in dem Fall aus. Was sucht denn der Sound? Der Sound, ja. Was sucht denn der Fehler? Ich weiß es selber nicht, also ich hoch quer durch die Bank. Gell. Nein, ich meine jetzt beim Trainieren zum Beispiel. Ja. Ist da nicht so ein spezielles Sound? Naja, nein, so Rise Against. Gell. Ich weiß nicht, das bin ich dazu mal mit dem Ruby, ne, wo wir die Transalp gefahren sind. Das hat der einmal gekocht. Okay. Kennst du dich auch, oder? Bankgeschichte, oder? Genau, ja. Keine Ahnung, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Und nicht schlecht. Das ist so. Ich habe schon befürchtet, du sagst jetzt irgendwie, haben sie ja sehr. Ja, sei los, nicht, wenn ich noch ein bisschen lachen muss. Schon, oder? Dass der Scheiße geht, oder? So wie Hansi. Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Ganz eine spezielle Frage. Wie viele Ketten sind da denn schon gerissen? Ja, das waren schon ein paar, gell? Ich weiß es nicht genau, gell? Aber also in den 15 Jahren, wo ich Radl fahre, also das waren schon einige Ketten. Mhm. Ohne Scheiß. Also. Nein, gerade jetzt so, auch weil man das ja auch mitgekriegt hat, wenn man so bei den Rennen einmal war oder so. Ja, ja. Es gibt Rennen, da hebt es ja auch ein Rennen quasi nicht. Ja, oder? Mehr oder weniger. Also, ja. So vor die wichtigen Rennen. Also, das war jetzt nachher einfach so Standard, wo ich einfach vor jedem Rennen einfach eine neue Kette reingetan habe. Und das ist da noch trotzdem. Ja, ist zum Teil auch noch gerissen. Ja. Ist aber das gleiche Material für dich. Das gleiche Material. Sache, ja.
Ich habe noch so eine Info gekriegt, so eine Insider-Partie. Die weiten ja ziemlich aus, wenn sie nicht reißen, oder? Das kann man auch so sagen. Stimmt, oder? Ja. Man muss dann teilweise noch ein Ding rausnehmen. Noch, dass es genau, dann waren sie wieder auf der gleichen Länge. Mhm. Aber bevor du das tust, weißt du schon ein Jahr. Ja, klar, ja. Das geht nicht. Ja, wenn es sponsormäßig passt schon. Ja, ja, das ist so nur. Ist zwar nicht immer leicht, aber. Das denke ich mal. Nein. Aber an der Kette, das setzt nicht scheitern, oder? Ja. Eigentlich an dem wichtigsten Teil vom Radl, weil ja, wenn du sparst, war halt scheiße. Ja, alles klar. Gut, Feder. Machen wir kurz eine Pause. Ja, Mr. Federspiel. Führen wir weiter. Was wollte ich jetzt fragen? Ah ja. Mit den Wattmessungen, gell? Das war ja auch eine ziemlich klare Geschichte. Das haben ein paar Leute auf Facebook auch mitgekriegt. Von was reden wir denn da genau? Ja, also wir trainieren generell, also alle mit Watt, gell? Also das ist halt, sage ich mal, das Genaueste. Mhm. Ich meine, Puls trainierst du auch noch, aber das ist einfach nur eine Kontrolle, weil Puls kann halt von Tag zu Tag verschieden sein, gell? Also, was, wie viel Puls du hast, oder? Ja, weißt du, bist gut drauf, hast einen höheren Puls, bist nicht so gut drauf, geht's dir scheiße, hast einen niedrigen Puls oder so. Und die Watt bleiben halt immer gleich. Okay. Und ja, das ist eigentlich, oder das liegt mir eigentlich auch, also so die Maximalwatt. Ja, da sind wir was bei. Was sind wir da? Also bei 2515, ja, das war so bis jetzt meine Bestleistung. Viel Spaß beim Nachmachen. Das ist allerdings gleich auf eine Sekunde, gell? Also das muss man ja wirklich auf eine Sekunde halt. Passt, das ist einfach Max. Auf eine Sekunde nachmachen wird schwierig, glaube ich. Nee, nicht so easy. Nein, also das, also da sage ich, die Watt, die habe ich im Griff. Okay, der ist im Griff. Passt, dann ist das nächste Ziel 3000, oder? Ja. Das macht die Kette nicht mit. Ja, das macht die Kette nicht mit, genau. Alter Falter. Passt. Man hat ja gesehen, du kommst ziemlich viel um jetzt mittlerweile, nicht? Die Weltmeisterschaften als mögliche und auch die Weltcuprennen, was damals waren, oder? Mhm. Was waren so deine Lieblingslocation? Ja, wir haben schon gesagt, haben Australien, also das war mit Abstand bis auf die Anreise das Geilste, ohne Scheiß. Also, bist du mal geflogen, oder? Ja, da bin ich geflogen. Ja, ist klar. Ja. Da waren wir auch schon über 48 Stunden unterwegs. Also. 48 Stunden? Ja, also. Alter Falter. Mit Aufenthalt dazwischen. Ja, das ist schon zart, aber nein, Australien war so, ist echt eine andere Welt. Und das, daher die Weltmeisterschaft, also Entschuldigung, nächstes Jahr, ich freue mich schon wieder. Ist in Australien, oder? Okay. Ja, ich muss mich davor qualifizieren, ist klar. Ich glaube, das wird gehen. Mut jetzt mal so stark, nicht? Quali wird nicht das Problem sein. Alles klar. Was war denn das Schrägste, was du erlebt hast auf deinen Reisen? Gibt es da irgendwo so eine Anekdote, was du erzählen kannst? Ja, nein, ich habe eh nicht. Also, in meinem Leben tue ich eigentlich immer wieder was, gell? Aber so, für mich war das Brutalste, da ich nicht so gern fliege. Gell? Wo sind wir da hingeflogen? Ich weiß es nicht mehr genau. Gran Canaria, glaube ich, Trainingslager oder so. Und dann haben wir in Sevilla zwischenlanden müssen, gell? Und wieso? Weil der Benzin fast ausgegangen war. Nein, echt, oder? Und das Kerosin. Echt, oder was da? Hat man nachher gelangt. Haben sie nachher Segelflug müssen? Okay. Nein, ohne Scheiß. Also der hat echt zwischenlanden müssen. Hat er eigentlich das gesagt, während Fliegen? Ja, oder? Nein, während dem Fliegen nicht, aber nachher am Boden, ja. Okay. Scheiße, jetzt geht's Fuß weiter. Ja, blöd ist schon nicht, dass es eigentlich ein Boden ist. Ja, ist schon klar. Ja. Nein, okay. Sind schon eigentlich. Okay, was viele vielleicht brennen interessiert, hast du in der Nähe einmal rennen jetzt, die nächsten Monate, Jahre. Kommen wir mal Monate zuerst. Ja, also, ist nachher stehe ich sicher auf der Itztaler Herch. Das ist am 16. April, wenn es mir jetzt nicht täuscht. Was ist das für Rennen? Ist ein HC-Rennen, ein Cross-Country-Rennen. Mhm. Und also letztes Jahr haben sie, Pause gemacht, wegen dem Umbau, was sie da gemacht haben. Okay. Und das ist also nächstes Jahr wieder. Und das ist von dem her das Nachenste. Okay. Und auch das Spannendste, sage ich, oder weil es ein HC-Rennen ist, also Horse-Kategorie, das ist eine Kategorie unter dem Weltcup. Okay. Und da sind wirklich die guten Leute da. Die guten Leute da, ja, genau. Ja. Ja, und sonst noch, wo in Europa bist du am Weg? Vielleicht warst du in Deutschland oder irgendwas? Ja, also vielleicht die ersten Weltcups, die sind wieder also in Tschechien, Nové Mesto, wo die Weltmeisterschaft war. Heuer. Das zweite Rennen in der Albstadt, wo es jetzt ja auch schon draußen war, oder? Genau, richtig. Ja. Wo mir die Kette gerissen ist. Das war super. Wir sind rausgefahren. Genau. Wir das Quali haben wir gesehen, das war's. Aber trotzdem geil, hat gut gepasst. Genau. Hat man mal gesehen, das Ganze, wie das abläuft. Stimmt, und das ist ja der zweite Weltcup.
Also das sind so die nachsten Rennen, sage ich jetzt. Okay. Und sind schon halt schon, weil wir schon jetzt weiter reden, weg. Weltcup, gell? Da reden wir jetzt aber nicht von Eliminator Weltcup, sondern das Country, oder? Genau, ja, in Eliminator Weltcup, den haben sie mir leider gestrichen. Ja. Darum haben wir, oder jetzt... Du warst zu dominierend wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, irgendwas. Irgendwas war, was ja nicht, vielleicht nicht passt hat. Okay. Nein, jetzt, wie gesagt eben, jetzt werde ich eben die Disziplin wechseln. Mhm. Ich werde es jetzt in der olympischen Disziplin probieren. Okay. Ich denke mal, genau, Cross Country, ja. Klär kurz, was das ist für Leute, die das nicht wissen. Also die Disziplin ist seit 1996 olympisch. Okay. Und das ist einfach eine Runde mit, ja, je nachdem, 5 bis 6, 7 Kilometer. Mhm. 250, 300 Höhenmeter circa. Mhm. Die, was einfach eineinhalb Stunden, also so, wird die Siegerzeit berechnet, gefahren wird. Also mehr auf Ausdauer. Also. Genau, ja. Also das ist echt was anderes. Mhm. Aber ich denke mal, ich probiere es jetzt. Und man sieht schon, die Oberschenkel sind schmäler geworden. Stimmt, ja. Nach 5 Wochen Training geht es da hin. Ist jetzt schon voll am Ausdauer drin. Ja, jetzt habe ich leider 44 Kilo. Also. Wie viel? Leck mir am Arsch. Nein, ich weiß eh. Ein Fuß. Nein, jetzt wie gesagt, also ist ganz was anderes. So viel wie ich momentan trainiere, habe ich echt noch nie trainiert. Gell. Auf Ausdauer, oder? Ja. Okay. Aber ja, ich denke, wir haben nichts zum Verlieren, wir haben alles gewonnen in der Disziplin. Und jetzt haben wir echt, jetzt überlege ich mir noch was anderes. Also, wie Alter habe ich dazu? Jetzt bin ich 19, also das passt. Wie ist jetzt das noch nächstes Jahr? Machst du. Hat er nicht gecheckt. Nein, ich habe das jetzt auch gekauft. Also, du darfst jetzt gerne bei Olympia mitmachen, oder? Ja, jetzt wie gesagt, also, das ist echt was anderes, gell? Das ist eine andere Disziplin. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn der Usain Bolt einen Marathon läuft. Zum Beispiel. Das ist aber zach. Ist zach, genau, ja. Ist der Vergleich wirklich so? Ja, find mehr oder weniger. Gell? Also der Usain ist halt auch Sprinter, ein reiner Sprinter. Ja. Und 40 Kilometer laufen. Bisschen besser wie du, ist schon, ja, eindeutig. Ein bisschen, ja. Aber ich glaube auch 44 Kilo, oder? Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Aber. Nein, das ist, wie gesagt, ganz was anderes. Gell? Das ist jetzt echt mehr Ausdauer. Aber ich denke mal, wenn ich das vom Kopf her will, also ich habe bis jetzt alles erreicht und wieso sollte ich das nicht auch nicht schaffen? Saugeile Einstellung. Und Tokio 2020 war natürlich, also ich sage mal, das ist halt für jeden Sportler, gell, so ein Traum oder ein großes Ziel, einmal bei Olympiade dabei zu sein. Schon wieder ein weiter Flug, gell? Ja, das ist das andere, weiß ich noch nicht, wie aber super. Tue, aber geil. Ja. Cooles Ziel, das, ja, war noch mein Plan und wie gesagt, nachher bin ich Olympiasieger. Nein, dann bin ich, noch bin ich 23. Ja, ja, du schon. Ja, ganz klar. Ja, dann weißt du. Gut, machen wir weiter mit dem jungen Zipfel. Was hast du nach deiner Karriere vor? Ja, das weiß ich selber nicht genau. Gell? Also, ich meine, du bist erst 23. Ja, eben. Ja, nicht so ein bisschen. Ich habe noch Zeit. Nein, ich habe mir von dem her noch nicht so viele Gedanken gemacht. Gell? Also, kann man sagen, wie lange die Karriere noch dauern wird, oder ist das offen? Ja, nein, wie gesagt, also 2020, Tokio ist schon mal ein großes Ziel. Ja. Und nein, da bin ich, also 2020 bin ich nachher 33, gell? Ja, ja. Kann man ja sagen. Stimmt das jetzt, oder? Das stimmt jetzt. Ja, passt. Und ich sage einmal, so ab 30 bis 5, 36, da hast du nachher so das beste Alter, gell, im Ausdauerbereich. Okay. Also, wirklich, ja? Ohne Scheiß, ja. Also, okay. Da bist du so am belastbarsten. So. Das heißt, ich war jetzt tiptop. Genau, ja. Genau, vom Alter. Aber vom Alter. Aber vom Alter. Ja, ich glaube auch. Nein. Nein, wirklich. Also, ich meine, die kurzen Sachen oder die Sprintsachen, die gehen sicher auch noch, aber so im Ausdauerbereich hast du es von dem her nachher schon besser. Ja. Super. Darum, ich glaube, das ist alles ganz gut getimt. Tipptopp, machst du es gut. Bis jetzt hat es einmal gut gepasst. Bis jetzt einmal noch schön, ja. Tipptopp. Ja, Peter, wie ist jetzt das? Wann bist du jetzt einmal beim Public Viewing dabei? Ja, ich habe schon oft gesagt, Marco, gell? Also, du hast ja mehr oder weniger mit dem Public Viewing angefangen, gell? Ich glaube schon. Das war beim Hirschen, ja. Das wird das gewesen sein, ja. Genau. Wobei, das FJ. Ist natürlich nicht gleich ich war, gell? Ja, nein, schon klar. Aber das war so halt so wir die Idee einmal oder der Grundgedanke, genau. Und dann haben wir uns halt auch überlegt, wo wir es machen, oder? Und so haben wir es jetzt halt jetzt ja irgendwo anders gehabt. Das war auch gut. Ja, ich habe schon immer gesagt, also ich war echt, das war... So, wo ich sage, hey, da war ich gerne mal dabei. Ohne Scheiß. Ja. Also, wenn man so sieht, wie die ganzen Leute so mitfeiern, gell, oder mitfiebern, oder
also mitleiden, wenn es nicht läuft, gell? So wie ja, Norwegen voll, zum Beispiel. Hey. Ja. Weißt du, wenn ich das danach sehe, also brutal, also das kannst du auch nicht beschreiben, das ist einfach. Sache. Oder ja. Wenn du siehst, was du halt so angerichtet hast oder anrichtest oder. Naja, es ist ja echt eine super Sache. Genau, ja. So. Voll geil. Also im Positiven und im Negativen emotional. Stimmt. Gesehen, oder? Das stimmt, gehört alles dazu, würde ich sagen. Oder? Und darum, nein, das ist echt schön zum Anschauen. Und ja. Aber ich weiß nicht, wie ich es schafft, dass ich mal dabei war. Schau mal, du machst es schon. Du hast nicht schon, wenn du da was in den Kopf setzt, dann schaffst du es immer. Stimmt. Aber auf nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen schwer. Hast du das schon mal überlegt? Wie, was meinst du? Was in Australien, das sind echt, ich glaube, 8 oder 9 Stunden Zeitunterschied. Sprich, ja, dann machen wir einen Frühschoppen. Das oder so, genau. Genau. Dann haben wir schon irgendwie timen das. Ja. Kommen wir noch zu Nils, weil das ist ja auch eigentlich etwas von dir, was du... Also, wo ich herrichten würde? Wo du... Richtig her, das passt gut. Ich lasse mal gerade rein. wo du Nils, gell, in Südtirol, ja. Da bist du ja eigentlich jedes Rennen gestartet. Ja. Und hast jedes Rennen gewonnen. Kann man das so sagen? Ja, stimmt. Also das sind jetzt schon 7 Jahre. Mhm. Wo ich da fahre und dann echt bis jetzt Rennen gewonnen habe. Schon lässig. Das ist schon geil, ne? Ist vor allem, wieder dabei, oder? Ja, also nächstes Jahr. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wenn ich es ausstrahle, aber. Ist schon klar. Alles klar. Nein, also das ist so das erste Rennen immer, gell? Und das ist halt auch immer spannend, weil halt auch nicht weißt, wie deine Gegner draußen sind, oder? Wann war das Rennen? Anfang April. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber. Mhm. Nein, da bin ich wieder dabei. Das war jetzt zum Beispiel auch ein Rennen, wo nicht so weit weg ist. Mhm. Weil du jetzt einem sagst, April und so, gibt es eigentlich auch Rennen im Schnee? Gibt es auch. Mit Spikes? Ja, stimmt. Nein, ja, mit Spikes nicht, aber das sind auch die Querfeldeinrennen. Gell? Okay. Da werde ich am 7.8. noch die Staatsmeisterschaft fahren. Ja. Die, wo ich eigentlich jedes Jahr fahre, aber einfach so als Vorbereitung jetzt. Mhm. Nicht speziell auf das hintrainiert, einfach ein bisschen Abwechslung und das Rennen nehme ich auch immer mit. Also. Da geht es einfach Schnee, oder? Ja, wenn es geschnieben hat, nachher geht es auf Schnee. Ja. Ja, das ist allerweil ein bisschen schwierig. Und momentan ist halt. Ja. So wie in einem Studio, da ist es auch brutal, brutal kalt da, gell? Ja, ich vergesse einen Einharzen. Nächstes Mal. Gut. Ich habe gehört, du hast jetzt einen nagelneuen Twingo gekriegt. Wie hast du denn das gehört, Marco? Tja, gute Quellen hast du noch was. Ja, nein, ist geil. Also, nein, was hast du gekriegt? Macht Spaß. Erzähl. Der Twingo RS. 4, gell? Ja, genau. Nicht schlecht. Stell mit die 4. Genau, Ringe, ja, genau. Ja. Twingo mit 4 Ringen. Alter, auf Falter. Ist gut, cool, ja. Okay. Was tut noch Fehler, wenn er nicht trainiert, rein im Vorteil arbeitet? Boah, ja, momentan ist echt brutal, gell. Also, wie gesagt, ich trainiere zweimal am Tag, also die arbeiten auch noch. Ja. Und momentan, also wenn ich am Nachmittag heimkomme nach dem Training, dann bin ich echt ein. Okay. Also, momentan hebe ich das fast nicht, aber sind schon. Wenn ich mal eine Zeit habe, nachher tue ich natürlich ein bisschen Twingo fahren. Alles klar, Fehler. Ja, dann habe ich noch so eine Geschichte gehört. Da waren sie die Dopingkontrolle bei dir daheim, gell? Ja, immer wieder. Mit dem Brunzen gar nicht gegangen, irgendwie, oder? Mit dem Schiff. Und nachher haben die eine Zeit lang bei dir verbracht, nachher, oder? Ja, und das ist immer. Hast du nicht Skirennen geschaut, oder wie war das? Ja, genau, ja. Nein, das ist immer so eine Geschichte, gell? Also ich muss von 6 bis 7 daheim sein, gell? Mhm. Weil Abends, eben. Oder? Ja, genau. Mhm. Und da, das ist für die Groupies, wenn sie einen Fader besuchen wollen. Und da kann eben die Dopingkontrolle kommen und das war eben an dem Tag so. Da bin ich glaube um 10 vor 6 aufs Klo gegangen, weil ich einfach nicht jeden Tag dran denke. Gell? Mhm. Und um 6 leitet es, ja, dann steht die Dopingkontrolle da. Und ja, jeder weiß halt, wenn man aufs Klo gegangen ist, dass das halt nicht gleich wieder geht. Ja. Und ja. Ja, das weiß ich nur, da war gerade Skirennen, Schladming Weltmeisterschaft. Da ist der Marcel Hirscher Weltmeister geworden. Und okay, ja. Dann haben wir einfach irgendwie 2 Durchgänge zu dritt, viert. Ja. Die Mama ist schon dabei gehabt, oder? Genau, Skirennen geschaut. Ja. Und ja, die müssen einfach so lange da bleiben, bis ich aufs Klo gehen kann. Also. Der geht mit ein, oder wie? Ja, ja. Also, das ist ja. Am Anfang ist es brutal, sage ich da. Oder? Wo ich die ersten Kontrollen gehabt habe. Ja. Weißt du, das kann halt auch nicht jeder. Aber mittlerweile. Ja, mittlerweile ist das egal. Ja. Okay. Aber wie gesagt, die müssen da bleiben, bis du aufs Klo gehen kannst und wenn es blöd hergeht, ja,
können sie bei dir übernachten. Nein. Aber wie lange hat es da gedauert? Ja, also vor zwei Durchgänge vom Skirennen, also das waren leicht über drei Stunden. Ja. Alter. Um eine halbe Zehn werden die nachher mal. Fein. Wieder zurück nach Salzburg. Hast du schon. Ja, selber ausgesucht. Stimmt, ne? Ganz was anderes, Thema ausgehen. Tust du ausgehen auch noch oder ist das eher gar kein Thema mehr? Ja, also unter der Saison, das geht sowieso nicht mehr. Also da bin ich am Wochenende sind wir da immer unterwegs. Mhm. Das Einzige im Oktober da, das ist eigentlich so für uns oder für die Radlfahrer. Das Monat, wo wir. Durch den Monat lang rausch, oder? Ja, genau, ja. Und jeden Tag ein Bier und jeden Tag voll rausch. Ja, ich denke was. Viel mehr macht es eh nicht, oder? Nein, aber das ist der einzige Monat, wo man. Wo man sagen, oder weißt du, das brauchst du auch mal, oder? Brauchen. Da gehst du einfach. Ja, dann ein Bier brauchen wir schon 46 Kilo. Stimmt. Ja, genau. passt. Wir schauen die sportlichen Zukunftspläne aus. Ja. Weil, ja, jetzt gerade zum Thema, wir haben ja schon gehört, das geht in Richtung Cross Country. Genau. Man hat ja auch mal eine Zeit lang gehört, Straßenrennen, oder? Ist das noch ein Thema oder nicht mehr? Nein, das war jetzt immer, also das war. Sag jetzt, was mich auch brutal interessiert hat. Gell? Also ich war schon bei ein paar Teams dran, aber als Quereinsteiger. Weißt du, mit null Erfolge auf der Straße habe ich einfach kein gutes Team gefunden. Okay. Wo ich sagen kann, das hat jetzt passt oder das war interessant. Und darum habe ich mir jetzt was anderes überlegen müssen. Okay. Aber ich denke, das ist jetzt auch gut. Also das ist nicht. Weil Straßenfahren war halt komplett was anderes gewesen, gell? Also, ist so vielleicht auch das Nachhinein. Genau, Sport, stimmt. Was genau, hast, stimmt, oder? Ja. Oder? Ja. Drum, wie gesagt, also das probiere ich jetzt. Mhm. Ich meine, jetzt ist schon mal vorrangig Punkte sammeln. Gell? Ich habe jetzt von dem her keine Punkte und das ist beim Cross Country ein bisschen schwer, weil es einfach nach Weltrangliste aufgestellt wird. Und dann werde ich halt bei den ersten Rennen ziemlich weit hinten starten. Aber okay. Das ist also so eine Challenge, sage ich, wo ich die nächsten vier Jahre Zeit habe. Okay. Ohne Stress. Man sollte sich vielleicht auch am Anfang nicht zu viel erwarten. Nein, genau. Ich meine, weißt du, ich muss niemandem was beweisen. Also ich fahre für mich selber jetzt da. Und das ist echt eine Challenge. Ich meine, von dem her, ich habe einen guten Trainer. Also, bis jetzt habe ich den Thomas Litscher gehabt. Und also ab kommenden Jahr, trainieren wir jetzt eh schon. Habe den Trainer vom Schurter Nino, also vom aktuellen Olympiasieger im Cross Country. Also, das war dein Also ich denke jetzt, das glaub ich also auch, der kennt sich aus und ich vertraue einfach, ich tue das, was er sagt. Mhm. Ja, wird schon schief gehen. Ja, super Sache, gewaltig, klingt gut. Gut, Feder, dann noch die letzte Frage. Das Ganze, was wir da machen, Overland Rocks und so, oder? Da geht es ja um Interviews mit Leuten, ihren Sport, ihre Musik oder ihren Lifestyle, ihre Kunst. Quasi leben sozusagen, so wie du auch im Sport, oder? Was haltest du von dem Konzept? Nein, das finde ich geil, Marco. Also, wir haben alle wissen, du bist da Social Media technisch der führende, sage ich jetzt mal. Nein, ja, nein, ist schon gut. Also. Nicht unbedingt, aber. Ja. Aber du. Ja, ich finde für die Blumen. Nein, ist schon klar. Ja. Nein, ich finde es geil. Also, das spricht jetzt einfach so mit dir an, sage ich, wo einfach Lifestyle, wo du halt dein Sport, deine Musik, je nachdem, präsentieren kannst oder preisgeben oder. Du einfach ein bisschen einen Einblick gibst in die ganze Sache und ich glaube, das kann brutal spannend werden. Also, schauen wir. Ja, das taugt mir, Marco. Cool, danke. Schauen wir. Alles klar, wieder. Dann sage ich danke. Ja. Pfeif. Ja, Leute, das war das Interview mit dem Feder. Ich hoffe, es hat euch taugt. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Schauen wir mal, was das nächste wird. Entweder Musik, Kunst oder schauen wir mal. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und. Er redet mir wieder dazwischen, gell? Ist ja Wahnsinn. Das hat echt gut gemacht. Nein, passt schon. Ja, und dann auf ein neues. Overland Rocks! Overland!